Es wurde eine unruhige Nacht. Ich konnte vor Aufregung kaum einschlafen. Es erschien mir wie ein Traum, dass ich zu einer Audienz beim göttlichen Pharao geladen war. Unzählige Gedanken huschten mir durch den Kopf. Würde ich alles richtig machen, was Ramose mir erklärt hatte? Ich wälzte mich von einer Seite auf die andere, hörte dem leisen Schnarchen meines Freundes zu und war dann doch wohl noch eingeschlafen. Als es Morgen wurde, stand ich auf und wusch mich heute ganz besonders sorgfältig in den Bottich hinter dem Haus. Meinen Mund spülte ich doppelt so lange mit Natron, obwohl das nicht besonders gut schmeckte. Ramose schaute mir zu und grinste. »Na, junger Mann, sind wir etwa aufgeregt?« neckte er mich. »Schau, ich habe dir einen frischen Schurz holen lassen.« Der Schurz war blütenweiß, aber meine Sandalen waren alles andere als sauber. Ich versuchte, den Sand in den Rillen mit einem Binsenpinsel von Ramose zu säubern. Wenn ich doch bloß fotografieren könnte, dann hätte ich eine ewige Erinnerung. Ich stellte mir vor, was passieren würde, wenn ich plötzlich eine Kamera vor meine Augen halten und fotografieren würde. Bei dem Gedanken, wie die Ägypter auf den Blitz reagieren würden, musste ich grinsen. Vielleicht würde ich verhaftet und der Magie bezichtigt werden. Dann hätten die Priester endlich einen Beweis für das magische Kind. Nach dem Frühstück machten wir uns wieder einmal auf den Weg zum Karnak-Tempel. Wie immer kam mir die Strecke endlos vor. Ich wünschte mir insgeheim eine Sänfte und einen Wedelträger. Langsam wurde ich wohl übermütig. Als wir beim Palast neben dem Tempel ankamen, wurden wir von einem Diener in den riesigen Vorraum des Audienzsaales geführt. Die Wände waren über und über bemalt. Neben aufsteigenden Wildgänsen aus einem Papyrusdickicht sah man auch im Wasser schwimmende Enten und Fische. Wir gesellten uns zu den bereits wartenden Beamten und Bittstellern, die alle auf ein Gespräch mit dem göttlichen Pharao warteten. Neugierige Blicke streiften mich, so als wollten sie mich fragen, was ein fremdländisches Kind mit goldenen Haaren vom großen Pharao wollte. Mit einem Gongschlag wurde der nächste Name aufgerufen. Ich war schrecklich aufgeregt und zappelte von einem Bein auf das andere, bis Ramose mich ermahnte. »Bleib endlich ruhig stehen, du machst dir alle nervös.« Leicht gesagt. Ich war auch nervös. Endlich wurde Ramoses Name aufgerufen. Ein königlicher Würdenträger nahm uns an der Tür zum Audienzsaal in Empfang. Und dann standen wir auch schon im goldenen Thronsaal. Ich ermahnte mich sofort, nicht herumzugucken, den Blick gesenkt zu halten und nur auf die Füße zu schauen. Es war gar nicht so einfach, in gebückter Haltung zu laufen. Ich hoffte, dass ich nicht über meine Sandalen stolpern würde. Schritt für Schritt näherten wir uns dem Thron. Die ersten Stufen, die zu ihm hinaufführten, konnte ich schon sehen. Sie waren wie der Fußboden aus glänzendem schwarzem Granit. Und dann sah ich die erste königliche Sandale. Sie war vergoldet und mit bunten, glitzernden Steinen verziert.